letztes habe ich gesagt, I'll be back. Ich denke, das passt auch dieses Jahr wieder ganz gut. Viele ganz tolle Mode. Ich bin total begeistert. This is my first international plus-size fashion show. Es ist größer geworden. Die Mädels sind mehr geworden. Short is a word. Plus-size, it's rich. As soon as she invited me to come, I was like, yes. Die Frauengröße von heute ist einfach nicht mehr 38. Das ist eine Tatsache. Wir müssen uns auch schön anziehen können und sexy aussehen können. Und das möchten wir heute Abend zeigen. We're gonna rock. Also tief atmen, Augen zu, entspannen, Choreo durchgehen und dann lachen. Straight raus. Hallo und herzlich willkommen zu den Plus Size Fashion Days in Hamburg, der zweiten Kurvenrausch Fashion Show. Was hier heute passiert, das zeigt euch meine Kollegin Roja. Fashion Show bedeutet Kleider, Make-up und Models. Ich habe gerade ein Model bei mir und zwar die Kerstin. Hallo Kerstin. Hallo. Du bist ja Model hier und läufst ja auch bei der Fashion Show mit. Wie fühlst du dich denn? Naja, die Aufregung steigt jetzt so langsam in mir hoch. Wie läuft das Ganze denn so ab? Naja, wir hatten also 3 Tage in der Tat, also Vorbereitung, Anprobe. Ich mache das schon seit ein paar Jahren, aber hier bei Kurvenrausch ist es für mich das erste Mal. Das ist natürlich ein tolles Event und eine tolle Möglichkeit, einfach dabei sein zu können. Es ist ja wirklich schon eine sehr, sehr große Show. Monique, du bist jetzt zum ersten Mal hier bei der Fashion Show dabei und wie bist du dazu gekommen, hier überhaupt mitzumachen? Ich bin über eine Modelfreundin aufmerksam geworden von dem Casting und bin dann halt hier nach Hamburg hergekommen. Und für mich war es einfach, ich wollte Tanja unbedingt kennen. Ich finde das so toll, was Tanja hier auf die Beine gestellt hat. Das ist halt eine Riesenshow. Ich laufe neben den internationalen Größen, weil ich bin schon auf einigen kleineren Modenschauen gewesen, auch schon mal eine größere, aber das ist jetzt hier wirklich die größte bis jetzt für mich, ja. Und bist du jetzt schon aufgeregt? Emotionschaos oder was geht jetzt gerade irgendwie in die Frau? Also gerade bin ich entspannt, weil meine Haare sind fast fertig, Make-up steht, die Läufe stehen, also jetzt muss es nur noch losgehen. That's such a defining moment in my career. I'm so thankful that I could like come overseas and be able to represent America and just represent curvy women all over the world, really. I believe that the fashion industry all over the world is, well, at least in America and Europe from what I've experienced, which is Europe and America, they're both professional. I mean, professional. And you learn something through these experiences. And I've learned a lot from this experience as well as like the fashion shows that I've been in America as well. So to me, they're all fantastic. Ich bin Designerin schon viele Jahre für normale Größe, also ich mag Mode für Frauen und ich werde ja immer wieder gefragt, weil meine Kollektion so gut ankommt bei den Frauen, werde ich immer wieder gefragt, magst du mal was für größere Frauen? Wir möchten einfach gerne deine Mode tragen und es ist für mich eine Überlegung, seit einem Jahr da einzusteigen und ja, also ich denke mal, dass ich das gerne auch machen möchte und hole mir natürlich heute Abend Inspiration und gucke, wie läuft das eigentlich so ab. Frauen, die 48, 50 tragen, wollen auch sexy aussehen, wollen auch stylisch aussehen. Ich glaube schon, dass im Gegensatz zu einigen Jahren, dass Frauen, die auch etwas mehr haben, sich mehr trauen. Sagen genau, ich kann genauso toll aussehen wie eine Frau, die 38 trägt. In der Hinsicht ändert sich etwas und zwar im positiven Hinsicht. Die Stimmung hinter der Bühne, awesome. Es ist so perfekt. Alle Mädels feuern sich an. Wir haben einen sehr guten Choreografen gehabt. Ich finde es toll. Deutschland zieht da auf jeden Fall mit. Also was in Amerika passiert, passiert hier schon auch irgendwann. So weit sind wir davon nicht weg. I am Brazilian, but I live in New York and I've been modeling for 13 years. And I was working as a nanny. A magazine editor found me on a bus.
and asked me, you know, if I ever thought about modeling, and that's how it started. The plus size industry has evolved everywhere. Europe, United States, Brazil. As a plus size woman, I feel like it's very rewarding to be able to see that progress. Hallo, ich bin Adam Brody, ich bin auf der Plus Size Fashion Days Hamburg. Adam, ist es das erste Mal für dich hier in Hamburg, deine Kollektion sozusagen auszustellen? Erste Mal in Hamburg auszustellen, erste Mal überhaupt in Hamburg. Wir sind ein wahnsinnig kleines Team mit einer relativ großen Wirkung, mit relativ großem Erfolg, also mit relativ klaren Produkten, klarem Statement. Und Deutschland natürlich eher einerseits ist sehr nah, andererseits ist sehr groß, sehr aktiv. Ich glaube im Moment, die ganze Szene größer in Deutschland ist sehr, sehr aktiv. Aktiver als Amerika. Und für mich, mit meinem Temperament und mit was ich glaube und bringen will, das ist genau das Richtige. Das ist eine sehr gute Phase für Plus Sizes. Da dreht sich und entwickelt sich diese Szene in sehbaren Schritten. Ich will Kleider machen. Ich will, dass Leute zufrieden sind. Dann verrat uns doch jetzt mal, was du denn jetzt demnächst posten wirst über das Event. Ja, also ich würde einfach nur sagen, dass Tanja das einfach super gemacht hat und ich froh bin, dass es diese Frau gibt, weil ohne sie würde es das hier nicht geben. Es war total klasse, die Mädels waren super, der Choreograf war super, hat echt mega viel Spaß gemacht. Ja, gerne immer wieder. I want to thank Tanya for everything. I mean, she really went out of her way to take care of me and the other models. And I really, really thank her for the opportunity and the exposure that, you know, I'm getting through this fashion show. As soon as she invited me, I was so excited to. I love working in Germany, and every time I come here, I've been here for, you know, coming and going for so many years. I've made great friends here, and as soon as she invited me to come, I was like, yes. Ich bin erleichtert, also Jahresarbeit vollbracht. Ich fand die Modelle ganz super. Ich fand es klasse, dass sie von so weit angereist sind, mitgemacht haben. Es war ein ganz toller Walk. Wir hatten super Unterstützung, tolles Team Backstage, also alles klasse. Und ich bin echt total geflasht. Die Leute haben hier vorhin getanzt auf dem Catwalk, also das Publikum, also grandios. Ich bin glücklich und happy. Plus-Size Fashion Days in Hamburg neigen sich dem Ende zu. Es war ein erfolgreicher Abend, aber die Aftershow-Party geht jetzt erst richtig los. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf jeden Fall bis zum nächsten Jahr. Nach der Show ist vor der Show.